Na gut, so. Dann würde ich sagen, lass mal das hier mal das sein. Ich habe es markiert, das heißt, da kommen wir auf jeden Fall wieder hin dann. Gehen wir mal nach Athena zurück. Und dann holen wir uns mal erstmal den Aussichtsturm. Weil dann sehen wir auch, wenn wir relativ weit oben sind, wo Schreine alles sind, dann können wir uns ein bisschen besser orientieren. Und dann muss ich mal diese ganzen Markierungen, die ich alle gesetzt habe, mal abfrühstücken. Ich kann nichts mehr vernünftig markieren, weil alle Markierungen schon überall kreuz und quer gesetzt sind. Ups. Ich glaube, ich habe das Eichhörnchen zermatscht. Sorry. Ach ja, fällt mir, ich brauche Hyrule-Reis, brauche ich ja noch. Wir müssen Hateno ja noch neu aufbauen. Nicht Hateno. Angelstedt. Müssen wir noch neu aufbauen. Zack. Achso, ist ein Schaf. Was ist das für ein Vieh? Da fällt mir, ich wollte zwar zu dem Turm, aber ich wollte ja eigentlich erst was zu essen kochen. Sonst wird es nämlich schwierig, da oben in der Kälte das auszuhalten. So, die haben doch hier bestimmt eine Kochstelle irgendwo, oder? Korrekt. Ja, passt die Kochstelle. Sehr schön. Zack. So, dann haben wir ganz auf den Äpfel. Dann brauchen wir wo sind sie? So, einmal Feuerstein, klack. So, es tut mir leid, aber die Hühner waren im Weg. Ach komm, machen wir 4 Chilischoten. Und dann nehmen wir ein Äpfelchen. Klack. So, das müsste ein paar Minuten sein. 10 Minuten 30. Okay, das passt perfekt. Und dann nehmen wir letzte Chilischote noch. Klack. Scharfes Kochobst. So, dann jetzt 13 Minuten. Das sollte passen, je nachdem, was wir da oben tun müssen, ne? Schöne Flaschenpost.
Und abgesoffen. Sehr gut. Well. Schon weit in der Mitte. Wie soll ich denn... Was mache ich nur? Springe ich einfach in den Teich? Nein, dafür ist es viel zu finster und schwimmen kann ich auch nicht. Hoch! Wie siehst du mich so an? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Ach, nichts. Falls du wegen dem Bauernhof hier bist, kannst du bitte mit meinem Vater reden. Er sollte gerade im Haus sein. Ich muss irgendwie in die Flaschenpost zum Teich kommen. Da ist ein Brief von meinem Urgroßvater drin. Allerdings, ich komme nicht ran, weil meine Arme zu kurz sind und ich auch gar nicht schwimmen kann. Ganz zu schweigen, mit der Flaschenhand. Der Brief sollte mir einen Hinweis darauf geben, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Nicht so fassen, dass er nun im Teich liegt. Mein schöner Brief. Ob man das so macht, keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Da, habt ihr einen Brief. Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass ich gerade keine Zeit... Huch! Was? Das ist die Flaschenpost meines Urgroßvaters. Aber wie hast du... Du hast mir noch zugeschaut. Hast du für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank! Nur finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv so eine Handschrift. Da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Krakelschrift kann man auch nur entziffern, wenn man wie ich Erfahrung mit Uropas Briefen hat. Ach ja, das muss wohl ein H sein. Dann ist das sicher ein K. Dann heißt das vielleicht... Neue Spezialität mit Bürgermeister. Fermentierung. Käse. Namens. Nicht vor der Reife. Oh ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldigung, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort in Tat umsetzen. Ich bin im Haus, falls mich jemand sucht. Das Haus da drüben, besuch mich doch später mal, damit ich dir etwas zum Dank geben kann. Eventuell kann ich eine neue Spezialität für den Bauernhof, ach was, für die ganze Stadt machen. Das wird prima. Hast du was für mich? Ach nix. Na, ich muss nach Hause, wir sehen uns ein andermal wieder. Ich gebe dir den Pilz noch nicht, weil ich will erstmal die Dingens beobachten. Ich will wissen, was... unsere Bürgermeisteranwärterin macht. Ich vertraue dir irgendwie nur bedingt. Haha! Er ist fertig. Oh, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh das mal an. Okay. Mach die Käse jetzt. Das ist echter Hateno-Käse nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker. Er ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich hier gebeten habe. Ohne dich wäre das Rezept jetzt noch immer im Teich und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als erstes den Käse probieren lasse. Also, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Wieso schaut ihr so aggressiv? Hateno-Käse, ein Käse aus der Milch von Hateno-Kühen. Wenn man ihn warmen Gerichten hinzufügt, schmilzt er und faltet erst dann seinen vollen Geschmack. Ja. Geil, Käse. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept für Hateno-Käse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Sie waren wohl noch nicht so weit. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit haben die Leute ihr Geld eher für Mode ausgegeben. Wir hatten spürbar weniger Kundschaft. Aber dem Käse könnte sich das Blatt nun wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist. So, und jetzt werde ich hier erstmal etwas umbauen. So, das hier hin. Nein, da drüben passt es besser. Ja, so müsste es doch gehen. Okay. Holy fuck.
Na, was hältst du von der brandneuen Hateno-Käserei? Jetzt muss ich noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Krämerladen verkauft wird. Wenn du Käse hier kaufst, mache ich dir auch das besondere Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld zahlen kannst. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters würdigen, diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen. Und komme mich jederzeit wieder besuchen. Goy. Hm? Hast du was für mich? Ach, nichts. Gehst du schon? Ich würde mich freuen, wenn du wiederkämst. Okay, 20 Rubine kostet ein Käse. Was ist? Hast du was für mich? Ach, nichts. So, aber ich schätze, ich bin etwas zu sehr mit meinen Kühen beschäftigt. In Hilfe konnte ich mehr Futter für die Kühe vorbereiten. Wenn du noch 3 Eicheln bringst, gebe ich dir Milch dafür. Das ist ein ganz besonderer Brot, nur für dich. Verrat es niemanden. Hier, bitte. Danke für 3 Eicheln. Bitte sehr, einmal Milch, unsere Spezialität. Vielen Dank. Es wäre wirklich eine große Hilfe, wenn du die Eicheln bringen könntest. So, ich habe nämlich das Gefühl, dass die Pilze so eine Art Halluzinogen oder irgendwas sind. Sonst macht das keinen Sinn. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese Schlafposition ist relativ ungesund. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht schmerzhaft aus. Hey, Donans! Streng dich mehr an! Wie Link gleich zusammenzuckt. Sehr gut. Habe ich noch Eicheln zufällig? Nein, ich habe nichts für dich. Habe ich noch 3 Eicheln? Okay. Nein. Habe ich noch Eicheln? Ich weiß es nicht. Okay. Sehr schön, haben wir das. Ist hier oben irgendwas? Nee, ne? Nö. Okay, so. Hateno-Käse. Dank dir ist der Geschmack der Hateno-Käse nicht in Vergessenheit geraten. Meinen aufrichtigsten Dank. Hast du was für mich? Nein. Ja, mal überraschend sein, wie wäre es mit etwas Hateno-Käse? Such dir aus, welchen Käse du möchtest. Wenn du keine Rubine hast, tausche ich stattdessen auch gegen Milch. Das ist ein besonderer Service für die Kunden, die direkt zum Bauernhof kommen. Ich will kaufen. So, kauf mal 5 Stück Käse. Der cremig reichhaltige und sehr nahrhafte Hateno-Käse. So. Gegen Milch tauschen. Möchtest du einmal Milch gegen eine Hateno-Käse tauschen? Jawohl. Lass es dir schmecken. Okay, so. Dann holen wir noch einmal Milch. Ich weiß nicht, ob ich noch Eicheln habe, ehrlich gesagt. Okay. Wie viel habe ich denn eigentlich noch an Eicheln? Das ist eine Vogelnuss. Was sind sie denn? Tannenzapfen. Okay, 8 Eicheln haben wir noch. Die heben wir auf. Okay, was haben wir hier? Rezept. Das müsste... Ist das Reis oder Weizen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Habe ich da zufällig was von? Nee. Ach, das ist eine Pizza. Okay, ich glaube, das ist eine Pizza hier. Ich glaube, wir können Pizza backen. Es könnte eine Pizza sein. Also Käse, Tomaten und... Ich vermute mal, es ist Hyrule Reis. Die Käserei, sehr gut. Irgendwie bin ich ganz ehrlich, ne? Mal abgesehen davon, hier mit Mode, Ding und Tralala. Ich bin tatsächlich zu 100% geneigt, dem aktuellen Bürgermeister zu helfen. Und Hateno zu einer Kulturstätte für alles Mögliche zu machen und nicht für
Naja, Mode. Bin ich ganz ehrlich. So, hier ist der Krämerladen. Hyrule-Reis. Ja. Das ist der Krämerladen Mistral. Wir führen sämtliche lokalen Spezialitäten Athenos. Dank Sargono von der Boutique gegenüber wird dieses Dorf neuerdings auch die Modehauptstadt genannt. Aber eigentlich ist Athenos seit Urzeiten ein stolzes Bauerndorf. In unserem Angebot findest du all die hochqualitativen Produkte, die unsere Felder und Höfe so hervorbringen. Insbesondere die Milch vom Atheno-Bauernhof auf dem Hügel ist unschlagbar gut. Du sollst unbedingt einmal dorthin gehen und sie probieren. So, mit Benny von meinem Kaufs-Dialog. Was hat er gesagt? Verkäufer-Sermon. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber wir sind durch ein auch ein Geschäft. Und sag mir, warum bist du hier? Wie hoch ist der Bedarf? Ja, 5 Stück. Komm ich auf den Gang, sich auf dem Feld zu bedienen. Wenn du Gemüse willst, musst du zuerst zu uns kommen. Ja, ist kein Problem. Okay, da haben wir auch Butter hier tatsächlich. So. Nee, das andere war Weizen, glaube ich. Pfeile verkaufen die hier auch. Okay, pass auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Was ist das für ein Hut? Oh, der hier. Das ist einer von Sargonos Hüten. Das ist die Modeschöpferin der Boutique gegenüber. Sie ging vor langer Zeit von ihr weg, um Mode zu studieren. Wurde eine berühmte Designerin und kam dann zurück. Jetzt hat das Sargono-Phänomen das Dorf erreicht und alle tragen diesen Hut. Ich interessiere mich eigentlich nicht so nicht für Mode, aber meine Frau Amira hat eine Schwäche für Trends. Sonst noch was? Ich will verkaufen. Okay, für 5 Rubine können wir den Käse verkaufen. Naja, so, ich muss mal eben gucken. Wir haben hiervon... Okay, passt auf, wir verkaufen hier mal 2 Stück davon. Gerne, sonst noch was? Ja, ich will davon 2 Stück verkaufen. So. Haben wir sonst noch was? Dann verkaufen wir hiervon einen. So, dann haben wir 535 Rubine. Das ist der blaue Exalphoshorn, okay. Okay, Sternensplitter sind auch wertvoll. Aber die brauchen wir für die Upgrades dann noch. So. So, ciao. Komme ich auf die Gedanken, dich auf dem Feld zu bedienen? Okay, so, Holzpfeile. Erstmal kaufen wir die hier leer. Zack, so. Dann kaufe ich Ziegenbutter. Ach komm, dann kaufen wir gleich noch Milch. So, Karotten. Kauf mal 6 Stück. So, ich will ein bisschen rumprobieren, nämlich mit den Dingern. So, Hyrule Pilz im Rüstungskürbis. Davon kaufen wir noch 2 Stück. So. Okay. Jetzt ist die Frage, ich habe den Reis hier jetzt gekauft. So, was haben wir hier für die Reisbällchen? Brauchen wir Reis, ein Hyrule-Pilz und Salz. Wobei, warte mal, das müssten wir eigentlich haben, ne? Rezepte. Achso, Rezepte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Haben wir hier Kräuterreisbällchen, Pilzreisbällchen? Variationen. Okay. Bratbanane, dubiose Matsche. Luxuswild.
Okay. Okay, Hyrule-Pilz, Salz und Reis. Ich will mal wissen, was da rauskommt. Hier. So, dann brauchen wir einmal Hyrule-Pilz, einmal Salz und einmal Reis. So, mal gucken. Also es gibt die Reisbällchen. Pilzreisbällchen. Okay, ohne Effekt. Na gut. Wir haben es gekocht. Ja. Ach nee, das hier war das Gasthaus. Der alte Modemuffel. Primena, wer hätte gedacht, dass Watago derart stur sein würde. Dabei doch früher immer auf mich gehört, als bevor wir verheiratet waren. Könnt ihr nicht wenigstens einen Hut von Sargono sowas tragen? Ich verstehe nicht, warum er sich so dagegen sträubt. Kann ich helfen? Ah, keine Zeit für das Gespräch, ich muss doch arbeiten. Guten Morgen, das Wetter ist heute wieder schön. Willkommen, Gastor Sahil. Sie möchten bei uns einkehren. So. Hab's mir anders überlegt. Machen Sie es gut, kommen Sie bald wieder. Vielleicht könnte ich Watago einfach unbedingt einen Hut auf den Kopf festkleben, während er sich auf der Terrasse ausruht. Kann ich ihm hilfreich sein, werter Kunde? Möchten Sie unser Gasthaus nutzen? Dann sprechen Sie mir bitte von der anderen Seite der Rezeption an. Sowas von ungehobelt. Okay. Also gut, schief von der Seite anreden, ist wohl nicht. Das mögen die hier nicht. Na gut. Guten Morgen, so früh am Morgen schon unterwegs. Wusstest du, dass jetzt, dass jetzt eine Dorfvorsteherwahl vorbereiten, Reisender? Ich kann Sargano zwar verstehen, aber Athen ist im Herzen immer noch ein Dorf des Gemüses. Ja, kann ich irgendwie helfen? Wie nichts. Komisch. Du kommst vor, als ob. Nö. Nix kommt dir so vor. Okay. Gut. War hier schon immer das Haus des Bürgermeisters? Lustigerweise kann ich gerade nicht sagen, ob ich hier... Doch, ich war mit Sicherheit im ersten Teil hier drin, aber ich weiß nicht mehr, was da drin war. So. Ach, noch einer von den Touristen, die nur wegen Sargon hier sind, oder? Das Dorf wird mit jedem Tag berühmter. Ich bin jetzt verabredet. Wenn du einen Fremdführer brauchst, musst du Ladi ihn anfragen. Okay. Ist noch was? Nein. Vielleicht nächstes Mal. Guten Morgen. Willkommen, Hateno. Bist du von weit hergekommen? Am Besuch bei uns im Kremmelladen Mistra lohnt immer. Wenn du wegen der berühmten frischen Waren von Hateno gekommen bist, bist du genau am richtigen Ort. Oder gefällt dir mein wahnsinnig süßer Hut? Der ist von Sargono. In der Boutique Sefi hier gegenüber kannst du Sargonos neueste Hutkreation bewundern. Dank der Marke Sargonos ist das Dorf plötzlich angesagt wie nie, noch nie. Mehr Touristen bedeutet mehr zahlende Kunden. Wir sind Sargono wahrlich zu Dank verpflichtet. Ach, die Efi, Etze.
Was gefällt dir so? Ach nee, Primela, die im Dingens zwar im ersten Teil auf die abgefahren ist, die hat jetzt wohl irgendjemand anders geheiratet und jetzt hat er auf Efi ein Auge geworfen. Check. So, was gefällt dir so? Ich weiß nicht, die Frage kommt halt unerwartet. Und er schaut mich die ganze Zeit an. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Creep! Tja, vielleicht Kröten oder so? 100 Sportkröten würden mir wahnsinnig gefallen. Ich hasse mein Leben. Mein Papa liebt die. Mir ist auf die Schnelle einfach nichts Besseres eingefallen. Mansas Geschenksuche. Okay. Komm ruhig näher, wenn du dich für die Spezialitäten aus Athen interessierst. Wenn dir aber gefällt, wie dieser Hut von Sargon aussieht, geh einfach an Sephir. Schon wieder? Warum fragt mich das ständig? Ob mit ihm alles in Ordnung ist? Tja, Kröten oder so. 100 Sportkröten, würde dir wahnsinnig gefallen. Okay. Ja, gut. Schön. Okay, Laden ist nicht aufgefüllt, war klar. Gibt's eigentlich den Dingens hier noch? Ist der noch da? Nee, ist nicht mehr da. Hier war nämlich die andere Statue, wo man Herzen und Dinge austauschen konnte. Im ersten Teil. Gibt's hier aber offensichtlich nicht mehr. Oder ist halt jetzt woanders. So. Das sieht mir aus wie ein Krocksamen hier. Muss sie doch. Oh, du hast mich gefunden. Krocksamen. Tschüss. Komm her. Rüstungskarpfen. Die Schuppen dieses lebenden Fossils sind hart wie ein Panzer. Als Kochzutat stärkt er die Knochen und somit die Abwehr. Okay. Rüstungskarpfen. Lecker Schmecker. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen das, was ich vor einer Stunde machen wollte. Und gehen mal zum Turm. Und wir müssten vielleicht auch mal ein Pferd zähmen. Das wäre so langsam vielleicht mal eine gute Idee. So eine Quest? Moment, Moment, nur eine Sekunde. Oh, so wie du auf mich zugekommen bist, hätte ich schwören können, du wärst Bürgermeister Riedner. Bist du auch wegen diesem Modefirlefanz hier? Die meisten kommen entweder wegen des Gemüses nach Athen oder wegen dieser albernen Klamotten von Sargono. Sag schon, zu welcher beiden Gruppen gehörst du? Gemüse. Ah, hab ich's doch gewusst. Athen steht nur mal einfach für das hervorragende Gemüse. Mein Haupterwerb ist der Kürbisanbau, aber es gibt auch noch andere Felder und weiter oben sogar einen Bauernhof. In letzter Zeit gibt es hier im Dorf auch noch diese seltsamen Pilzdinger. Demdurch habe ich Zeit und schaue dich ganz in Ruhe um. Glaub mir, bei uns gibt es einiges zu entdecken. Wir sind hier jedenfalls gerade mit mehr als beschäftigt, ein neues Gemüse zu züchten. Aber bislang ohne Erfolg. Doch so schnell geben die Gemüsebauern von Athen nicht auf. Wir haben schließlich einen Ruf zu verlieren. Okay. Guck mal doch mal. Ich sollte weiterarbeiten. Dann mach das doch. Oh, das ist die Schule hier, glaube ich. Spionaktion! Oh, Spion Nummer 3. Guten Morgen. Wir sind mitten in der Spionagemission. Willst du mitmachen, Nummer 3? Unser Einsatz beginnt bei der Schule, geht beim Gasthaus weiter, um den Hateno-Bauernhof weiter oben herum und zum Schloss über die Straße von Hügel runter zur Schule.
Oh, du bist Spion Nummer 3, oder? Nebo, mein großer Bruder, Spion Nummer 1. Ich heiße Nara und bin Spion Nummer 2. Meine Spezialaufgabe als Spion sind, konsultiere Super Asumente, die wären ganz wichtig. Nur das Forschungsinstitut auf dem Hügel im Osten ist so weit weg, dass wir da gar nicht spionieren können. Okay.